Ja, guten Morgen. Los geht's zum Tennis. Wir fahren mit dem Aufzug nach unten. Oh, na nun, da ist er schon. Ja, Chip. Der Aufzug hatte mal eine Tür, aber die ist nicht mehr da. Es geht auch so. Wir haben es geschafft. Überstanden. So, jetzt gehen wir zum Gezira Club. Das ist gar nicht weit. Ja, das ist unser Haus, wo wir wohnen. Und hier sind, hier vor dem Haus sind die ganzen Bauabs unterwegs. Hallo, hallo, hallo. Bauab heißt, dass er vor dem Haus sitzt und wartet, dass er irgendwas zu tun bekommt. Ja. Es ist sehr bequem, hier in diesem Haus zu wohnen. Man fährt mit dem Aufzug nach unten und schon ist man am Nil. Da vorne ist schon der Nil. Da bauen sie gerade eine Art Restaurant, so ein kleines Restaurant. Genau gegenüber können wir, ich hoffe, das Essen schmeckt auch. Dann haben wir ein Restaurant gegenüber und außerdem ist hier auch sofort gleich schon das nächste Restaurant, Orangette. Das ist auch ganz gut. Ja. Und Orangette, ganz nett. Und hier geht es jetzt so weiter auf einen kleinen Parkplatz. Der Parkplatz ist einer der Einnahmequellen für die Bauab. Die vermieten hier die Parkplätze und davon leben sie. Da sitzt auch gerade schon wieder einer. Also sitzen da mit 5, 6 Leuten und warten darauf, dass einer parkt und dass irgendwie etwas kommt, wo sie ein bisschen Geld mit verdienen können. Und Simsalabim, da ist schon gegenüber das Ziel unserer Anstellung. Ja, ja, Taxi wollen wir nicht, aber rüber gehen. Hurra, Simsalabim, schon sind wir am Ziel. Das war's schon, also ein ganz kurzer Weg. Das Gate 5 des Gezira Clubs, auch genannt Horse Riding Gate. Da mache ich hier. Ticket. Ticket. Ja, hier ist auch das sogenannte Horse Riding Gate. Ein Horse sehen wir da schon links. Sie haben sehr schöne Pferde hier. Aber leider haben wir auch gesehen, wie sie Rollkur machen, also den Kopf nach unten binden, unnatürlich. Und das ist super blöd. Ja, und so gehen wir hierher, jeden Tag im Gezira Club spazieren zum Tennisplatz und zum Frühstücken gehen wir manchmal, zum Schwimmen natürlich, zum Fitnessstudio. Hier hinter mir ist der Reitplatz. Da machen sie immer Springreittraining. Da stelle ich mir immer vor, wie die Engländer und die reichen Ägypter gestanden haben und Geld auf Pferdewetten gesetzt haben. Also, dieser Club wurde von den Engländern gegründet und war natürlich ganz mitten im Zentrum von Kairo was Besonderes. Also, und heute ist auch noch das Who is Who von Kairo. Ist hier Mitglied. Man sieht alle möglichen interessanten Leute hier, kann charmante Menschen treffen, die alle gute Lebenserfahrung haben und viel auf die Beine gestellt haben. Und
Ja, das macht den Club insgesamt so ganz angenehm. Es ist auch eine schöne Anlage. Man muss in Kairo ja, wenn man irgendwas Schönes haben will, so an Landschaft, muss man das immer selber kaufen oder mieten oder bezahlen. Weil es kaum öffentliche Grünflächen gibt und für die Öffentlichkeit, da kümmert man sich nicht drum, ob die einen schönen Park hat oder ob die Öffentlichkeit irgendwie mal das Bedürfnis hat, rauszugehen, mit den Kindern irgendwo hin. Da wird nichts für gemacht. Deswegen latschen die Leute gerne mit den Kindern in die Malls, weil sie da umsonst mal eine Zeit lang eine einigermaßen schöne Anlage haben. Aber so großartig, dass für diese 20 Millionen hier mal auch eine bestimmte Menge an Erholungsmöglichkeiten geschaffen wird, das ist nicht so. Und deswegen kann man auch hier speziell im Zentrum von Kairo, kann man das nur über Clubmitgliedschaften regeln. Man wird hier Mitglied und dann hat man eben diese angenehme Atmosphäre. Ja, und auch hier wieder viel Tradition. Die Leute kaufen sich immer so Lebensmitgliedschaften, die auch vererbt werden können. Und die Engländer, die Ausländer werden dann auch noch hier geduldet und müssen das Ganze dann hauptsächlich bezahlen. Haben auch keine andere Möglichkeit. Also man kann hier nicht leben in Samalek, wenn man nicht auch hier in diesem Club ist. Ansonsten kann man in seiner Freizeit ja nur da rumlatschen, wo die vielen Menschen sind und wo irgendwie so die ganzen Geschäfte sind. Das ist ja nicht genug. Man muss ja auch mal also etwas schön haben. Und das bietet dieser Club hier so ganz, ganz passend. Ja, und deshalb sind wir hier immer Mitglied und gehen hier eigentlich jeden Tag hin. Also man kann sagen, das ist festes Programm. Jeden Tag gehen wir hier rein. Zuerst noch mit dem Hund, der aber gestorben ist. Und jetzt eben ganz klar auch jeden Tag mit dem Baby, mit Dominik. Jo, das war so ein kleiner Weg. Und schon haben wir das erste Ziel des Tages erreicht, den ersten Food Court. Ja, also hier gibt es alle möglichen Food Courts. Hier zum Beispiel Saft. Da gehen wir oft hin und kaufen Saft. Und der nächste will uns Kaffee und Kuchen verkaufen und Sandwiches. Und noch einer hier, der sieht aus wie eine Bäckerei, ist aber nichts anderes als ein Aufbackladen. Bäckereien und hier natürlich die üblichen McDonald's, Pizzeria, Grillbude. Und so geht das immer weiter. Also zum Essen gibt es hier jede Menge im Club. Und dann kann man sich hier in diese, ja, auf diese Terrasse immer niederlassen. Dann kommen die Leute und bringen einem alles aus allen Restaurants, was man haben will, hier an den Tisch. Sehr, sehr schön. Ganz praktisch. Und man kann auch am Pool direkt auf dem Liegestuhl sitzen und sie bringen einem gebratenes Hähnchen oder irgendwas auf den Liegestuhl. Genau. Das wäre hier der Pool. Der erste Pool. Und da kann man schon ganz nett immer liegen. Ja, weil es ja hier immer so schön warm ist, hier in Ägypten, außer so ein paar Monate im Winter. So Mitte Dezember bis Anfang März ist eine schlechte Zeit. Da ist es empfindlich kalt. Aber ansonsten geht man hier meistens in kurzen Sachen und ja, genießt sozusagen die Wärme und dass es alles so easy ist, dass man nicht viel Anziehsachen braucht und dass man hier so alles so schön nah bei hat. Also wir haben das Glück, dass wir eben ganz, ganz nah wohnen an diesem Club.
Ja, und das genießen wir auch. Das ist ein tolles Gefühl. Und hier kann man dann, hier haben sie zum Beispiel eine ganz schöne Allee angelegt, so eine kleine. Kann man ja auch gut drunter herlaufen. Und dann ist es auch nicht zu heiß. Ja, Fußball, da haben wir nicht so viel mit zu tun. Wir haben natürlich auch ein paar Fußballplätze, zwei Rasenplätze immerhin, die auch funktionieren, die auch wachsen. Also wo der Rasen auch gut wächst. Das kriegen sie wohl hin. Und dann noch Kunstrasen. Noch einen Platz mit Kunstrasen. Ja, und dann gibt es hier noch Paddle-Tennis, also Tennis natürlich, Paddle-Tennis, Boxen, Squash, Badminton, Volleyball, Basketball, alle möglichen olympischen Turnarten. Also dieser Club, der hat sich auch so ein bisschen darauf ausgerichtet, dass er Olympiateilnehmer vorbereiten will. Und einige sind auch an der Schule, wo ich arbeite, an der DEO. Da ist eine Olympiateilnehmerin, eine Schwimmerin. Ja, also die gibt es hier wohl. Die hat zwar noch nichts gewonnen, aber sie war dabei. Natürlich kommt gleich noch ein Gym. Und alles mitten im Nil auf der Insel. Das hat den Vorteil, dass hier immer ein gewisser Wind weht. Also wir haben hier den Nil entlang. Das ist ja eine Frischluftschneise. Auf dem Nil sind ja keine Gebäude oder sowas, die den Wind aufhalten würden. Also geht der Wind da total schnell manchmal, also mit Windstärke 4, bläst er hier durch die Stadt. Oh Mann, jetzt wird's heiß. Wollen wir mal gucken, ob ich das hier hinkriege bei der Temperatur. Und da sind wir an unserem Tenniscenter. Herzlich willkommen zum Sportstudio. Heute live aus Kairo, der Millionenmetropole in der Sahara. Das Spiel Rölleke Rölleke hat einen klaren Sieger. Mit 10 Punkten hat Reinhard das Spiel für sich entschieden. Olga musste sich mit mickrigen 7 Punkten schmachvoll vom Platz verabschieden. Ja, bitte schauen Sie auch unsere anderen Kanäle. Hier in Kairo gibt es noch Boxen, Paddle, Badminton, Schwimmen, Fußball und so weiter. Alles, was Sie mögen. Gehen wir jetzt weiter ins Fitnessstudio. Komm mit. Hallo. Schön heute. Ich habe die leichteren Gewichte, jetzt geht es wieder. 8, 9, okay. Kettlebell, ähnliche Übung, aber mit Beinen dazu. Litchi, einer unserer Lieblingsläden. So, ich glaube, ich nehme einen Mango City. Also, wir haben hier eine wirklich interessante Sache. Zwei Mangosaft und dann kostet es, dass die den machen. Dass die den, also die nehmen Geld dafür, dass sie Mangosaft fertig machen. Habe ich noch nie gehört. August war Hochsaison für Mango und Juli. Und jetzt geht es schon wieder zurück. Jetzt ist eigentlich die Mangozeit bald vorbei. Sie schmecken auch nicht mehr so gut. Ja, Mango ist eine ganz tolle Frucht, finde ich. Sehr, hat einen sehr schönen Geschmack.
Und man muss immer jetzt gucken, es gibt so viele verschiedene Mango-Arten. Und dass man dann immer abhängig von der Erntezeit immer eine kriegt, die noch so ein bisschen Fruchtsäure hat und die so ein bisschen nicht nur süß schmeckt. Ein Mango schmeckt manchmal nur süß. Das ist immer blöd. Krafttraining haben wir auch gemacht. Der Tag läuft. Hallo, hallo. Willkommen im Lido vom Gezira Club. Oh, ganz schön hell. Ja, das ist super hier. Tolles Wasser, ganz warm. Also, ich werde mal eine Runde schwimmen. Das war ein guter Tag. Bis jetzt. Tennis, Krafttraining, dann Schwimmen und ein bisschen Essen. Vor allen Dingen haben sie hier ein interessantes Essen. Das heißt Tamaya Sandwich. Oder so ähnlich. Ich muss den Namen noch üben. Den habe ich noch nicht ganz drauf. Und ja, das ist ein ganzes Sandwich mit Gemüse und einem Falafel. Und dann Ende kostet das Ganze 7 Pfund. Das ist 40 Cent ungefähr. Und ja, also es schmeckt gut, ist gesund und das nehmen wir immer. Der Kaffee dagegen kostet schon 60 Pfund. Das ist so der Unterschied zwischen diesen traditionellen Gerichten hier in Kairo. Die sind oft sehr billig. Unter einem Euro kann man hier satt werden von traditionellem Essen. Und eben diese neuen Lifestyle und sowas, also Starbucks, Coffee und sowas, die kosten dann mehr, aber es ist auch alles jetzt nicht viel. Also der Kaffee kostet 2 Euro, der Cappuccino. 2 bis 3, also das ist alles, alles noch sehr, sehr günstig. Ja, jetzt gehen wir wieder nach Hause. Das ist ja hier genau hinter dem Ausgang, ist ja schon das Wohnhaus, wo wir im 10. Stock wohnen. Und können uns schon darauf freuen, dass unsere Hauselfe was gezaubert hat zum Essen. Also ich nehme mal an, es gibt Fisch, weil sie sagt, am Freitag kann man immer gut Fisch kaufen. Weil da hier in Ägypten der Markttag sein soll. Und da sagt sie, an anderen Tagen gibt es kaum Fisch oder nicht so viel. Auf jeden Fall, Freitag ist immer Fischtag. Und entsprechend, weil gestern Freitag war, ist heute Samstag, ist auch noch frei. Dann denke ich mal, dass es Fisch gibt. Ich bin gespannt, was gleich auf dem Tisch steht. Wir werden davon berichten. Wie ich mir gedacht habe, hat Roxanne Fisch gekauft. Da ist er. Lecker, lecker, lecker. Fisch und Gretschka. Und Gemüse. Lecker, lecker. Cheers. Beim Essen.